Mama holt dich jetzt raus. Nicht waschen. Nicht waschen. Nicht waschen. Mami, nicht waschen. Nicht waschen. So, es ist Freitag. Ich schläfe die noch nicht ein. Ich soll meine Katze nochmal. Da hat er aber schon gesprochen, ne? Ne, hier hat er nicht. Hat er nicht ausgesprochen. Ja, also hat er nicht davon gesprochen. Da, sag mal, also, Katze frisst wieder. Ein Wunder, die Medizin, ey, Wahnsinn. Zwei Spritzen und der Katze geht's gut. Also geht's gut, in Anführungsstrichen, aber sie benimmt sich wieder ganz normal und so. Sie hat eine Magenentzündung gehabt, eine Gastritis. Jo, guten Morgen, liebe Leute. Also, gute Neuigkeiten von der Katze. Die frisst, die putzt und es geht ihr ein bisschen besser, aber sie frisst vorsichtig natürlich. Ja, das ist doch als überaus positiv zu bewerten. Und die hat nur Hopp oder Top. Hat sich für Top entschieden. Die hat sich für Top entschieden, genau. Das richtige Tor, die richtige Wahl. Sie haben keinen Zonk gezogen. Ja. Was liegt für heute an? Aufräumen. Aufräumen, wie immer. Aufräumen, einkaufen, vielleicht. Totale Langeweile. Eigentlich so ein Familienleben ist doch wirklich immer gleich. Nie langweilig, aber immer gleich. Ne? Siehst du, was ist da? Was ist das? Aha. Das irritiert natürlich hart. Sozusagen hart. Hart-T-Punkt. Heute lade ich ein Retro-Video hoch von mir und sagen wir mal so von mir und Leon. Habe ich nämlich wieder entdeckt auf der Indigitalkamera, die ich neulich mal ausgebuddelt hatte. Und da ist Leon vielleicht 12 Jahre alt drauf. Und da schraubt er halt an Rädern. Schlechte Qualität. Aber das war halt so, Digitalkamera, das war eine von den ersten so Action-Cams, die es so gab. Und dann bei der Kellerbeleuchtung, ja, wo der eh halt ein bisschen duster ist, dann ist natürlich nicht so dralle. Aber ich lade es trotzdem mal hoch. Also ich werde es vielleicht nicht heute hochladen, aber dann am Sonntag, wo ja eh immer wenig zu berichten ist. Und dann schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Ne? Also, gehört halt mit dazu. Deswegen lade ich es hoch. Eieiei, da ist schon wieder Stress drüben. So. Gut, schauen wir mal, was wir heute machen müssen. Und zwar, Problem ist folgendes, wie man hier sieht. Ich habe ja mal hier eine Stange angebracht. Ja. Für einen wunderschönen Vorhang. Diese Stange wird aber als Kletterstange missbraucht und ist schon arg durchgebogen und wird irgendwann rausreißen nach unten. Und das muss ich verhindern, indem ich das jetzt nach oben abstütze. Also brauche ich etwas, was hier ansetzt, hier unten mit einer Öse und das Ganze hält. Und zwar nach dem System wird das so abgestützt, wie ich es hier drüben in der Kleiderkammer schon mal gemacht. Achtung! So. Genau so. So beruhigt es. Ja. Und das holen wir jetzt. Auf zum Baumarkt! Ist so der Park, wo sehr viel Platz ist? Da hinten mal den Park. Ach, okay. Wir parken jetzt mal hier. Und jetzt die Karte nimmst du mit. Und dann nehmen wir rein. Ins Bauhaus. Ja, wir müssen nach oben zu Eisenwaren. Das ist eure Stange, ne? Das ist eure Stange, ne? Natürlich hast du recht. Guck mal, jetzt brauchen wir eine Gewindestange. Ach, du hast es nur zu lassen. Genau. Hier rein? Ja. Hier. Genau, jetzt, ne? Und du kriegst den Banan. Wunderbar.
gehen wir noch in die Elektroabteilung. Was? Jetzt gehen wir noch in die Elektroabteilung. Brauchst du die hier überhaupt? Das sind die alten, die wollen wir ja nicht mehr. Na los, dann zahlen wir. Gehen wir bezahlen. Und ab geht's nach Hause. Wieder ein Sicherheitsrisiko, also ein Unfallrisiko minimiert, wenn das nämlich fertig ist, weil wenn das da alles rausfällt. Was ist denn? Die Stange, wenn die Stange, wo ihr euch immer ranhängt, also, wenn die rausfällt, das tut halt richtig weh. Das möchte ich nicht. So einen großen Parkplatz hatte ich ja selten. So, dann vergisst das nicht, ganz mit euch. Packt das ein schnell, das packe ich ein. Und jetzt gehen wir bauen. Und wer erwischt uns hier? Wolfgang! Oh, Mensch! Oh, komm runter von der Straße, Wolfgang! Da gibt es halt neue Leute. Heute nicht? Nee. Nee. Wir waren nur im Bauhaus kurz was einkaufen. Ah, hast du mir Geld ausgegeben, wa? Ja, für Glühbirnen, wie immer. Und eine Gewindestange und ein bisschen, naja, ein bisschen Kram. Oh, so Geld ausgegeben für die Thunfischspitzer. Ja. Ach. Was gibt's da noch? Schönes, gesundes Brot wenigstens? Ja. Ich hab da noch. Wollte mir eingefallen, dass ich so Fähigkeiten brauche. Also, weiter ja nicht. Ich wollte bloß mal rausgehen. Naja, ist ja richtig. Rausgehen, das ist wichtig. Leute, wir sind wie das so schön. Überlegst, wie man die Straße so runtergeht, wie das da aussieht. Der Müll, wa? Ja. Der Müll. Komm mit, Wolf. Bummel, Scheiße, alles so. Ja. Pass auf mit dem Stock da. Das ist so kotzen, das ist das alles, ja. Wir waren alle so. Warst du denn das da? Ich bin zu Hause. Ganz normal, ganz ruhig, nichts Besonderes. Ich brauche nicht. Ja. Naja. Du guckst aber Mitternacht noch mal raus, wa? Ja, klar. Ja. Um 12 Uhr gucke ich mal kurz raus, gucke ich, was draußen los ist. Ja, na, vielleicht sehen wir uns ja. Mal gucken. Ja, ha? Mal sehen. Ach, Wolfgang, mach ruhig. Ja, ach. War nicht so dolle. Ich muss los, ich muss die schon nach vorne. Ja. Wir müssen aber tun. Bis dann, Wolfgang. Ciao. Und nach vorne steht der Mann, ich fasse es nicht. Was ist denn hier los heute? Kommen ja alle hier. Das ist ja unglaublich. So. Was haben wir denn jetzt hier? Glühbirnen. Spielen da drüben und bekämpfen sich schon. Die Ohrringe? Nein. Soll ich dir sagen, wie sie heißen? Ja. Falsch. Die hat eine helle Hautfarbe. 95. Ich hab sie. So. Man sieht das schlimm aus hier. Oh, Mann, diese Plastikscheiß. Also wirklich, ich krieg die Krise. Oh. Das Problem ist, die Stange ist 25 mm. Und die Öffnung hier in diesem... Und die Öffnung hier ist 24 mm. Also 1 mm muss ich wegfeilen. Erstmal schraube ich die Stange ab jetzt.
Na, das wird eine feine Aktion. Nehme ich mal die beiden Stücken mit. Dit und dit. Muss ja hier aufpassen. Mit in den Keller. Das passt. Das passt. Oben passt er nicht. Perfekt. 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 Und nur 10 Minuten feilen. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Länge von dem Gewindestab haben. Und dann wird es perfekt. Also, so lang muss es sein. Hier wird es jetzt abgesägt. So, da sind wir. Das haben wir. Das haben wir. Der richtigen Länge. Jetzt. Wozu brauchst du das? Für euch hier. Für euch. Ist das kein Zehner oder was? Warum hast du hier oben Staubsauger? Weil ich gebohrt habe. Ich sehe den etwas so. Was baust du, Papa? Du hast ich versteifel diese Papa? Stange hier. Für uns? Ja, alles. Das Hochbett hast du gebaut, ja, aber nicht lackiert selber. Also das hier, das sind zwei alte Betten. Zwei ganz schöne alte Betten. Und die das, wollte das hier hast du uns selber gebaut. Das habe ich selber gebaut, ja. Eigentlich habe ich alles selber gebaut. Das Haus aber nicht. Welches Haus? Wo wir den Boden. Das große hier? Nee. Das kleine aber draußen, das habe ich gebaut. Ja, dort baust du auch so deine Betten ein. Ach Mensch, ja. Oh nein, jetzt wird es noch schlimmer. Du musst 4 Betten einkaufen. Jetzt wird es noch schlimmer, ja. 4 Betten jetzt. Aber Papa, ist doch egal, du kannst nur deine Betten einkaufen. Werden immer mehr Kinder. Das kann ja bei euch beiden schaffen, das Baby. Und wenn es erwachsen ist und wenn es so da ist, dann teilt mit mir das Bett mit dem Baby. Musst du aber eine Nummer größer kaufen und eine Nummer länger. Mhm. Guck mal, Papa. So groß, aber bloß viel größer, würden das Baby und ich drauf passen. Dann kann er uns alleine schlafen, jetzt ist die meine Baby. So, Achtung. Das ist weg. Figuren.
Spuren. Das ist wirklich cool. Papa, wo ist das? Geh noch mal nach oben. Ja, wo ist das? Papa, ich will hier Licht in den Laden anmachen. Wozu ist das? Und dann können wir gucken, was es sein wird. Also ich wollte nicht mitkommen einkaufen, weil ich merkte mich schon, weil ich wusste, dass schon der Papa etwas bauen will. Und die Vorhänge, die hat er jetzt abgebaut, habe ich gar nicht mehr gesehen. Das sind neue Hänge, glaube ich. Fixiert jetzt. Wenn es anders dann sein, genau so. Und dann so. Da finde ich sehr toll. Und ja, das baut Papa gerade eben an. Papa, ich habe es ein bisschen weiter gerade gemacht. Ja, ich muss mal gucken, was das hier für eine... Zeig mal. Das Ding ist nach oben mal. Guck mal, Werkzeug. Papa, das Ding, was du mir gegeben hast, ist mir aus der Hand gefallen. Und das werden wir so suchen. Nach mich, du hast es jetzt verbummelt, ey. Das erste, was du hast, das dort nicht. Ich war hier so und hab hey gesagt und ich hab hier so geguckt, weil der denkt, das nicht. Tut mir leid. Wo warst du denn? Ich war hier so und hab hey gesagt, dann ist er mir weggekollt oder weggekullert. Da ist es. Wo? Da hinten. Das habe ich gleich mal gesehen, Papa. Es war völlig bei den Kabels versteckt. Gut, na wenigstens ist es da. Muss ich jetzt nicht nochmal zum Bauhaus fahren. Ja. So. Klug ist er. Komm mit nach oben. Wenn es fertig ist. Fakt ist, jetzt muss das hier. Oh, sag es nicht. Och nee, Mann, ey, sag es doch nicht. Warum denn das jetzt? Ich fass es nicht. Wir waren mit der Katze beim Tierarzt und sie hat Tabletten bekommen. Ja. Und Papa muss nochmal runter. Ja, irgendwas passt doch nicht. Ja, muss nochmal Werkzeug holen, muss nochmal ein Loch größer bohren hier. Ja. Für die Mutter. Oh Mann, 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 ist das ärgerlich. Und Mitty, du guck uns da die noch zu. Das Heft hat gekommen. Ja, jetzt läuft er noch. Mein Papa hat gleich nochmal die Gliese bekommen. Da muss jetzt nochmal den Staubsauger abgeben. Das ist unser Staubsauger. Papa muss nochmal unseren Staubsauger abziehen. Ich geh mal runter. Also ich geh nicht ganz runter. Und Mitty, die kann dort bleiben. Ich nehme mir mal kurz die Tabletten. Das ist halten. Also der Tommy hat zu klein gebohrt die Versenkung, sodass die Nuss halt nicht mehr mit reinpasst. Das ist das Problem. Deswegen muss ich jetzt das Loch auffüllen. Das mache ich hiermit. Da habe ich ein Stück Holztübel, den packe ich darin.
und dann beugen wir mal neu. Ein bisschen größer und sauberer. Also jetzt setze ich den Dübel hier ein. Hier kommt der Dübel auf alle Fälle rein. Ja, so. Und wenn ich jetzt da den Kreis ansetze, dann wird das schöner. 30 mm. So muss es sein. Nicht hier 20. Das ist ja Quatsch. Der Durchmesser in der Diagonalen der Mutter ist ja schon 20. Na, hoffen wir mal. So, ja, jetzt ist klar, jetzt passt das auch hier ordentlich rein. Man kommt mit einer Nuss gut ran. Und das ist Sinn der Sache. Wir machen jetzt erstmal, ihr wisst, was ich meine. Das kommt drauf. Letzte Schraube wieder drin. Papi, guck mal, was ich da gefunden habe. Ja. Das ist ein Zombie. Zack. Ach so, meine Tochter schält eine Kartoffel. Live im TV. Ist es nicht, aber... Dann Das hat aber voll Lust gemacht, oder? Nee, warte mal. Guck mal, Mama, ich hab rundherum geschält. Ja. Ja, ich freue mich auf alle Fälle. Ich hab drüben das fertig gebaut. Ich hab ja auch mal Angst, dass die Stange rausrutscht, wenn Lumen sich da ranhängt. Und ja, das ist jetzt, dem ist jetzt ein Riegel quasi vorgeschoben. Meine Tochter hat chronische Langeweile und frisst sich jetzt von... Nee, auf keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Wir machen hier Essen. Hast du auch gemacht? Essen. Da kannst du doch nicht jetzt irgendwas anderes futtern. Vor allem Schlagsahne. Ja? Geht ja nun ja nicht. Sprühsahne im Kopf. Papi, darf ich bitte drüben anschalten am Computer? Auf gar keinen Fall. Ich guck keinen Quatsch. Du guckst nur Quatsch. Nein, ich doch. Gucke Mickey Mouse. Ja, nur Quatsch. Also... Wollte ich mal sagen, ich schneide jetzt den ganzen Rotz wieder mal zusammen. Den Rotz. Ich gebe mir ein Handy. Ich will ein Kreuzmühle. Jetzt lese ich aber gerade. Ja, dann lies hier. Nein. Doch. No. Lies hier. Lies da. Ja, muss, das gehört nun mal dazu. Das hast du ja nun mal so weit mit dem Kosmo. Da gibt es Kosmo wieder. Ich schneide. Verabschiede mich mit der kleinen Bastelstunde heute und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also macht es gut, bis dann, ciao, euer Tommy.